Hi Leute, heute stelle ich euch die Dead Snow Büste vor. Los geht es nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection. Mich hat heute Post erreicht und zwar habe ich die Nameless Büste von dem Dead Snow Double Feature erhalten und die möchte ich euch gleich vorstellen. Dafür wechsle ich in die Ego-Perspektive. Viel Spaß! Ja, zuerst sehen wir hier den sogenannten Shipper. Darin wird das Hauptstück versendet und vor Transportschäden geschützt. Wir sehen hier das Fragile und Up Logo. Dann steht Dead Snow Nameless 2017. Hierin befindet sich die Hauptkartonage mit der Büste und die packen wir jetzt mal aus. Hier sehen wir die Front des Umkartons der Büste. Darauf befindet sich das Frontcover des Mediabooks, welches hier auch enthalten sein wird. Wir sehen hier einen Teil von Cover des Teil 1 und einen Teil von Cover von Teil 2, Red vs. Dead. Das Ganze ist sehr cool gestaltet, gefällt mir richtig gut. Und ich denke, es war eine gute Wahl für das Mediabook. Und wir schauen uns jetzt mal den Deckel des Kartons an. Ja, auf dem Deckel sehen wir Tommy Roccolas Dead Snow Limited Bus Special Edition. Ziemlich steril, aber okay. Und die rechte Seite des Kartons, hier sehen wir den abgetrennten Kopf von Oberst Herzog, der in einem Stahlhelm der deutschen Wehrmacht liegt. Im Hintergrund sehen wir Stacheldraht, das Ganze ist etwas düster und neblig gehalten, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir die linke Seite, hier sehen wir Oberst Herzog in der vollen Ansicht, wie er mit zwei Zombie-Komparsen auf einem neblichen Feld steht. Das Ganze ist auch ziemlich stimmig und düster gehalten, passt zum Rest der Kartonage. Zu guter Letzt sehen wir die Rückseite des Kartons. Hier sehen wir Fansblätter Double Feature, ungeschnittene Fassungen. Wir sehen hier Oberst Herzog, daneben eine kurze Inhaltsangabe zu Dead Snow 1 und eine kurze Inhaltsangabe zu Dead Snow 2, Red vs. Dead. Im unteren Bereich, da sehen wir dann ein Foto vom Inhalt dieser Collectors Edition. Wir sehen die Limitierungsnummer 252 von 333 Stück und noch etliche Laufzeitangaben etc., die typischen Spezifikationen. Und jetzt öffnen wir das Ganze mal und schauen uns das Mediabook und die Büste von dem Dead Snow Double Feature an. Ja, erstmal bevor wir zum ursprünglichen Inhalt des Umkartons kommen, war im Shipper selbst noch etwas Werbung von Nameless, hier von der Evil Dead Büste, die demnächst auch meine Sammlung bereichern wird, denn ich konnte die doch noch ergattern in einem Privatkauf, dazu aber demnächst mehr. Das Ganze sieht so aus, ist schon ein bisschen älter, denn die Büste ist ja schon länger auf dem Markt, beziehungsweise schon ausverkauft. Hinten noch ein bisschen Werbung von den Tanz der Teufel Artikel, die es bei Nameless gibt, unter anderem. Die gibt es ja auch bei anderen Händlern. Dann war hier noch ein bisschen Werbung von Nameless selbst. Auch alles, was man dort auf der Webseite bekommen kann, ist eine sehr geile Website. Die haben richtig coole Sachen. Wenn ihr euch dort anmeldet, vergisst nicht, euch auch für den 18er Bereich anzumelden, denn nur dann könnt ihr das ganze Inventar von Nameless Shop wahrnehmen. Ansonsten seht ihr nur Sachen, die nicht ab 18 sind. Und da gibt es aber wirklich geile Sachen. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal anzumelden. Ja, und hier auf der Rückseite noch für Shootfighter die Büste. Die ist, glaube ich, sogar noch vorhanden. Die kann man dort noch kaufen. So viel dazu. Dann, wenn wir den Umkarton der Büste selbst öffnen, war obendrauf dieses Zertifikat von Dead Snow. Ist auch richtig schön. Wir haben hier wieder das Cover, wie auf dem Karton selbst und wie es auf dem Mediabook vorhanden sein wird. Wir sehen Fansblätter Double Feature, Dead Snow Red vs. Dead, Tommy Vercolas Dead Snow Zertifikat.
Und hier hinten nochmal Death Note Zertifikat. Mit dieser Ultimate Collectors Edition haben Sie sich schon jetzt ein Stück Filmgeschichte gesichert, denn die Auflage dieser exklusiven Box ist limitiert auf nur 333 Stück. Splendid Film, Nameless. Unten nochmal, was in der Collectors Edition enthalten ist. Und wieder die Limitierungsnummer, wie schon auf dem Umkarton, 252 von 333. Alles handsigniert. So sieht dieses Zertifikat aus. Wirklich schön. Dann kommen wir zum Mediabook selbst. Das sieht so aus. Ich muss die Kamera mal ein bisschen höher machen hier. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Auf Olli Ankerts Kanal gab es ja auch schon ein Unboxing-Video dieser Büste. Er hat es schon ein, zwei Tage früher rausgehauen. Ich habe meine Büste heute erst bekommen. Und wir sehen hier auf dem Mediabook selbst, schauen wir uns erstmal die Rückseite direkt an. Fansblätter Double Feature, ungeschnittene Fassung, erstmal zusammen im Mediabook. Wir haben hier eine kleine Inhaltsangabe von Dead Snow 1 und eine Inhaltsangabe von Dead Snow Red vs. Dead. Dann haben wir hier den bekannten Nameless Aufkleber mit der Limitierungsnummer 252 von 333 Stück. Unten ein paar Laufzeitangaben etc., das typische. Ist sehr cool gestaltet, gefällt mir richtig gut. Gehen wir zur Front. Hier haben wir das Motiv, wie schon auf dem Umkarton und auf dem Zertifikat. Der Rand ist matt gehalten und das Bild selbst ist in Hochglanz. Gefällt mir auch richtig gut. Das Dead Snow ist auch in matt gehalten und sticht hier ein bisschen heraus. Es ist jetzt keine 3D-Prägung, aber es sticht schon durch das Matte auf dem Glanz hervor. Gefällt mir richtig gut. Öffnen wir das Ganze mal. Hier fällt schon eine Disc raus. Ich glaube, das war bei Olli auch so der Fall. Schauen wir uns die Disc gerade mal an. Wir haben hier Dead Snow 1 auf Blu-ray Disc. Das Ganze ist natürlich ab 18 Jahren freigegeben. Legen wir die mal auf die Seite. Dann sehen wir hier Oberst Herzog in einer sehr schönen Pose. Ist schon ein krasser Typ. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Hier das Deckblatt vom Booklet, vom Buchteil. Auch wieder wie das Frontcover gestaltet. Blättern wir mal ein bisschen durch. Dann haben wir hier auch ein paar Bilder. Dead Snow. Dann noch ein paar Hintergrundinformationen. Hier haben wir in altdeutscher Schrift die Anfangsrunen von dem Text. Der Rest des Textes ist normal gestaltet. Das Ganze wirkt etwas vergilbt und veraltet. Wir haben hier noch den Anschein, als wären es Ringel von einem Notizbuch. Sehr cool gemacht, finde ich. Und auch hier wieder ein paar Bilder mit Hintergrundinformationen, wie man das halt von Mediabooks gewohnt ist. Hier ist ein sehr schöner Buchanteil dabei. Das Mediabook selbst ist sehr schön gestaltet. Gefällt mir richtig gut. Ich blätter da jetzt mal schnell durch. Dann haben wir hier Dead Snow Red vs. Dead. Das ist dann Teil 2. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da soll auch noch ein dritter Teil kommen. Wäre wünschenswert, denn mir haben die Filme richtig Spaß gemacht. Sind natürlich keine Filme, die man ernst nehmen darf. Sind einfach Fansblätter, wie es schon beschrieben wird. Und da geht es schon blutig zur Sache. Vor allen Dingen Teil 2, der hat es richtig in sich. Und macht auf jeden Fall Spaß. Total übertrieben und urkomisch. Das ist Trash von einer feineren Sorte. Wirklich gut produzierter Trash. Ja, das war der Buchanteil. Hinten nochmal ein schönes Bild. Dann haben wir hier Disc 2. Und das ist dann auch Teil 2 auf Blu-ray. Auch das ist natürlich ab 18 Jahren freigegeben. Alles ungeschnitten, unzensiert. Und dann haben wir hinten nochmal ein schönes Bild auf dem Schneemobil mit dem MG daran. Allein dieses Bild schon sehr witzig. Ja, ich glaube, das Spine haben wir uns noch nicht angesehen. Das sieht dann so aus. Wir haben hier wieder Oberst Herzog, seinen abgetrennten Kopf. Das Blu-ray-Disc-Logo, Dead Snow in roter Schrift, das Nameless-Logo, unten noch eine Artikelnummer. Sehr cool. Alles in allem würde ich sagen, dieses Mediabook ist sehr gelungen.
Ja, jetzt schauen wir uns das Herzstück dieser Edition an, und zwar die Büste des Oberherzogs Kopf, der im Schnee liegt. Und dafür wechsle ich jetzt nochmal. Hier kommen wir zum Herzstück der ganzen Collectors Edition, der abgetrennte Kopf von Oberstherzog, der im blutbesudelten Schnee liegt. Das Ganze ist aus Kunstharz oder Resin, ein sehr fester, hochwertiger Baustoff, angefertigt. Sehr hochwertig, alles ganz gut verarbeitet. Schauen wir uns das Ganze mal von nahem an, dann erkennen wir den Detailgrad dieser Collectors Edition. Wir sehen hier, die Mütze ist sehr gut verarbeitet. Die Schnalle vorne, die wie Kunststoff wirkt, ist auch aus diesem festen Baustoff hergestellt. Das Gesicht, die Narben, die ganze Farbgestaltung der verwesten Haut sehr gut getroffen. Auch der Sockel unten, wo das Dead Snow in 3D herausgeprägt ist, wirkt ziemlich stimmig. Das Ganze ist nicht ausgehüllt, man kann das Mediabook nicht darin verstauen. Das stört mich allerdings nicht, da ich das Mediabook zusammen mit dem Double Feature Steelbook und der Büste in der Vitrine ausstellen werde. Schauen wir uns mal die Seite an. Die Seite ist auch sehr gut verarbeitet, das sehen wir auch hier in der Detailansicht. Man beachtet den Nasenhügel und das Ohr, wie gut das verarbeitet ist. Auch die andere Seite sehr detailgetreu, da kann man nicht meckern. Nameless hat hier richtig gute Arbeit geleistet. Gehen wir zur Base auf die Unterseite. Hier sehen wir Dead Snow Made by Nameless Limited Edition. Unten noch, dass es kein Spielzeug ist, nur zu Dekorationszwecken verwenden. 2017 die Internetadresse von Nameless. Ja, das war diese Edition. Ich wechsle jetzt nochmal in die normale Position. Sag noch ein paar Worte. Bis gleich. Ja, das war die Büste zu Dead Snow 1 und 2 von Nameless Media. Das Ding ist wirklich Hammer, ist richtig gelungen. Ist ein bisschen kleiner wie manch andere Büste, aber trotzdem sehr hochwertig verarbeitet. Und bei dem Preis kann man da gar nicht schimpfen, wenn man holt, wie gut das verarbeitet ist. Dafür ist das wirklich ein Schnäppchen. Es hat jetzt knapp 140 Euro gekostet. Und ich finde, für so eine Büste ist das okay. Mit dem Mediabook mit Double Feature, was alleine schon wahrscheinlich so um die 50 kostet, ich bin mir gar nicht sicher. Aber es gibt auch allgemein das Double Feature Mediabook auch einzeln zu kaufen ohne Büste. Dann gibt es noch eine Hardbox, die auf 66 Stück limitiert ist. Und es gibt die Teile auch in verschiedenen Cover-Varianten im Mediabook. Das Ganze sieht dann so aus. Und da ist schon einiges an Auswahl dabei. Da dürfte für jeden was dabei sein. Geht einfach mal in den Nameless Shop. Ihr müsst aber im 18er Bereich verifiziert sein. Dann könnt ihr das ersichten. Aber ich denke, das dürfte das geringste Problem sein. Nameless hat da wirklich mal wieder eine Hammer Edition rausgehauen. Und ich bin froh, dass sie meine Sammlung bereichern darf. Und ja, sagt mir mal, was ihr so von der Büste haltet. Wie findet ihr die Filme Dead Snow 1 und 2? Wie findet ihr die Büste? Werdet ihr euch auch etwas von Nameless holen, was Dead Snow betrifft? Oder allgemein shoppt ihr auch manchmal bei Nameless? Sagt es mir unten in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.